Und seien wir doch mal ehrlich, die Landeseigenen müssen die Mieten bezahlbar halten, die müssen trotz explodierenden Baukosten bezahlbare Wohnungen bauen und die müssen auch noch Milliarden in die Sanierung investieren. Da müssen wir so ehrlich sein und sagen, wirtschaftlich geht es nicht auf. Wer die Eigenwirtschaftlichkeit der Landeseigenen immer wieder bewahren will, der muss entweder bei der Mietenpolitik, beim Neubau oder bei der Sanierung Abstriche machen. Das machen sie ja. Aber eigentlich können wir uns nicht davon erlauben. Und deshalb haben wir ja gerade das als Konzept ins Spiel gebracht. Und ich glaube, Herr Kollege Naas zum Beispiel, Sie haben es einfach nicht verstanden, dass wir ein kommunales Wohnungsbauprogramm starten, so wie das von uns vorgeschlagen ist. Damit entlasten wir finanziell die Landeseigenen von dieser Aufgabe, den Neubau aus den Mieten zu refinanzieren, was nicht aufgeht, weil die Baukosten immer weiter steigen werden. Und weil wir im Gegensatz zu Ihnen Neubau und Mietenpolitik eben nicht gegeneinander ausspielen, machen wir einen Vorschlag für beide Seiten bei den Landeseigenen. Mit einem kommunalen Wohnungsbauprogramm schaffen wir mehr bezahlbare Wohnungen im Neubau und stellen gleichzeitig sicher, dass die Mieten im Bestand dauerhaft bezahlbar bleiben können. Damit müssen Sie sich mal auseinandersetzen, bevor Sie hier so viel heiße Luft absondern.